dürfen wir vorstellen, das sind Damian, Hector und Toad. Dass diese drei so vergnügt spielen können, verdanken sie Menschen wie Pascal Arndt. Er nimmt die niedlichen Tierchen bei sich zu Hause auf und hilft ihnen dabei, wieder auf die Pfoten zu kommen. Also die Tiere kriegen bei mir einen Platz, weil sie es halt nötigen, ganz einfach, weil sie ohne Leute wie mich halt aufgeschmissen werden. Weil ganz viele junge Tiere zum Beispiel aus dem Nest fallen. Oder halt auch das komplette Nest abstürzt, das Muttertier wird überfahren, was leider ja auch immer wieder passiert. Und wenn die Babys dann Hunger kriegen, irgendwann suchen sie dann Hilfe und fallen aus dem Nest oder klettern bei Leuten an den Beinen. Und da bin ich dann halt der Ansprechpartner für in Dortmund. Im vergangenen Jahr hat der 33-Jährige mehr als 50 Eichhörnchen bei sich aufgenommen. Und das ehrenamtlich. Sein großes Ziel? Die Tiere schnellstmöglich aufpäppeln und wieder in ihren natürlichen Lebensraum auswildern. Eine Arbeit, welche auch die Stadt Dortmund zu schätzen weiß. Pascal Arndt gehört deshalb zu einem der Gewinner beim diesjährigen Tierschutzpreis. Die Stadt Dortmund möchte damit eben das ehrenamtliche Engagement im Tierschutz unterstützen und auch fördern. Und insgesamt konnten wir damit 14 Gewinnerinnen und Gewinner eben auswählen und haben dann 30.000 Euro Preisgeld vergeben. Und die Projekte gehen im Endeffekt vom Aufklärungsprojekt in Kindergärten und Schulen bis hin zu Vereinsprojekten wie zum Beispiel der Tiertafel oder auch Projekten von Einzelpersonen. So wie Pascal Arndt. Seine Arbeit dokumentiert der Dortmunder bei Social Media. Auf Instagram erreichen seine Beiträge regelmäßig rund 30.000 bis hin zu 130.000 Menschen. Ein echter Fulltime-Job für ganz besondere Tiere. Das kann man sich, wenn man nicht damit arbeitet, glaube ich, schwer vorstellen. Eichhörnchen sind unglaublich individuell. Ich habe Eichhörnchen, die würden am liebsten den ganzen Tag bei mir auf der Schulter sitzen, schmusen, spielen. Und dann hat man aber auch Eichhörnchen, die nehmen vielleicht, wenn man Glück hat, noch Essen aus der Hand, aber die wollen sonst nicht so viel mit einem zu tun haben. Eichhörnchen sind unglaublich charakterstarke Tiere und auch unglaublich wichtig für unseren Wald, weil die einfach unseren Wald beförstern. Sein neuestes Projekt? Zusammen mit dem Botanischen Garten Rombergpark möchte er noch in diesem Jahr ein bisher ungenutztes Holzhäuschen in eine Außenvoliere umwandeln, damit er in Zukunft noch vielen weiteren hilfsbedürftigen Eichhörnchen ein tiergerechtes und schönes Leben in der freien Natur ermöglichen kann.